Möge Allah uns dazu befähigen, unser Leben nach den Erwartungen des weißen Messias Al-Islam zu leben, und mögen sich unsere Schritte stets den guten Taten zuneigen. Mögen wir stets die Empfänger der Gebete des weißen Messias Al-Islam sein, und mögen wir diese durch unser Handeln nie nicht in Erfüllung gehen lassen. Mit diesen Gebeten möchte ich Ihnen allen ein frohes neues Jahr wünschen. Möge Allah uns dieses Jahr mit individuellen Segnungen und Segnungen für die ganze Gemeinde beschenken. Ja, mit diesen Worten, seine Heiligkeit des fünften Kalifen, möge Allah sein Helfer sein, möchte ich sagen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Friede sei auf Ihnen, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sonderausgabe von MTH Journal. Das Thema heute: der Neujahrsputz, der jedes Jahr von der Majlis Khudamul Amn, der hier in Deutschland ausgerichtet wird, schon seit einigen Jahren. Wir werden ein wenig über die Hintergründe sprechen. Wir werden auch erfahren, was sozusagen die Geschichte dieser Aktion ist und wie sie heute ablief. Das alles folgt in Kürze. Beginnen möchten wir aber damit, wie die meisten Menschen hier in Deutschland denn dieses Jahr begonnen haben, was die Bilder sind, die für die meisten Menschen denn verbunden werden mit dem Neujahrsbeginn. Ja, man sieht es, Feuerwerk, das ist das Klassische, was Menschen eben verbinden mit dem neuen Jahr. Das sorgt natürlich auch jedes Jahr wieder für viel, viel Müll. Es ist bestimmt ein schönes Vergnügen, aber es wird ganz schön viel Geld verpulverisiert und es sorgt für eine große Belastung für die Reinigungskräfte eigentlich in ganz Deutschland. Und das ist eben genau die Aktion oder genau der Ort oder die Situation, wo die Ahmadiyya Muslim Jamaat, die Majlis Khudamul Ahmadiyya ansetzt. Und dort wird dann eben da angesetzt, dass man eben versucht, das in Ordnung zu bringen und dann richtig gut sozusagen in Ordnung zu bringen. Wir werden gleich sprechen mit einem Gast, mit Malik Ibrahim al-Haq Saib. Er ist der Mutmim für Wakade Amel, der Majlis Khudamul Ahmadiyya hier in Deutschland. Er wird uns gleich etwas darüber erzählen, was, wie gesagt, die Aktion, wie die heute ablief, was genau die Zahlen sind. Ein paar Fakten werden wir da hören. Beginnen möchten wir aber auch, wir werden Ihnen natürlich auch zeigen, wie in Deutschland diese Aktionen in verschiedenen Regionen, in verschiedenen Orten und Städten abliefen. Und beginnen wollen wir mit der Bundeshauptstadt, mit Berlin. Begannen die Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamaat auch dieses Mal das neue Jahr mit dem gemeinsamen Tahajjud und Fajr-Gebet. Danach gab es auch ein Dars, dem die Anwesenden aufmerksam zuhören. Anschließend wurde sich zum neuen Jahr gratuliert und die Teilnehmer begaben sich zum Wakade-Amel. Wir befinden uns hier vor dem Rathaus des Bezirks Pankow. Hier findet wie jedes Jahr der Neujahrsputz der Majlis Khudamul Ahmadiyya statt. Während die meisten Menschen noch schlafen, sind die Khudam der Jamaat schon aktiv und machen das Wakade Amel bei diesem kalten Wetter. Auch die Atfal nehmen an dieser besonderen Aktion teil. Diese Aktion der Khudamul Ahmadiyya wird jedes Jahr verrichtet, da man der Gesellschaft, in der man lebt, auch etwas zurückgeben möchte. Durch die Gnade Allahs haben wir die Gelegenheit bekommen, das diesjährige Wakade Amel wieder einmal zu organisieren. Mit der Hilfe Allahs war es ein sehr erfolgreiches und gesegnetes Programm, in dem eine Vielzahl der Khudam sowie Atfal teilgenommen haben. Ja, wir befinden uns jetzt hier vor der Khatija-Moschee, wohin die Khudam zurückgekehrt sind, nachdem zum Ende des Programms sich erst der Leiter der Berliner Straßenreinigung des Bezirks Pankow sich bei den Khudam bedankt hatte für ihre Anstrengungen und danach das gemeinsame stille Gebet stattfand. Und nun kehren die Khudam hierhin in die Moschee zurück, um diesen Tag mit dem gemeinsamen Frühstück zu beenden. Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben jetzt gerade einige Eindrücke gesehen aus der Bundeshauptstadt, wie das Wakade Amel, die Neujahrsputzaktion dort ablief. Jetzt mag man sich vielleicht fragen, was ist denn der Hintergrund, warum macht man Wakade Amel? Um diese Frage zu beantworten, habe ich jetzt den Imam aus Berlin, Sayyid Arif Saab, jetzt mit mir in der Leitung. Assalamu alaikum, Arif Saab. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ja, erstmal herzlich willkommen bei uns in der Sendung und auch Ihnen ein frohes neues Jahr. Nersal Mubarak. Ja, herzlichen Dank Ihnen auch. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, die ich gerade schon gestellt habe, was ist denn eigentlich der Hintergrund? Warum führen wir diese Neujahrsputzaktion überhaupt durch oder was ist der Hintergrund von Wakade Amel? Also Wakade Amel ist ja ein Bestandteil der islamischen Lehre. Es gehört dazu, eigenständig, eigenhändig auch mit anzupacken und auch in der Gesellschaft und auch im Umfeld zu wirken. Das ist ein Teil unseres Glaubens. Auch besonders Sauberkeit, dass das ist die Hälfte des Glaubens ist, auch hat der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, besonders
In Bezug zu den Straßen sagt, dass derjenige, der die Straßen sauber hält, Allah mit ihm, über ihn erfreut ist. Und das ist der theologische Hintergrund dahinter auch. Aber diese Aktion an sich, wenn man darüber nachdenkt, ist ja eine symbolische Aktion. Denn man versucht einfach symbolisch da mitzuwirken und mitzuhelfen und auch medienwirksam das durchzuführen, damit da, wo es so ein schlechtes Bild über den Islam in den Medien da ist und herrscht, um da entgegenzuwirken. Und das ist dann halt unser Beitrag, dass wir damit einfach zeigen wollen, dass wir der Gesellschaft, zu dieser Gesellschaft halt aktiv beitragen möchten und das auch bereits tun. Ja. Sie haben ja erwähnt, es ist ein Teil der islamischen Lehre. Jetzt mag es den einen oder anderen geben, der denkt, ja, reinigen, putzen, das ist ja eigentlich ja, vielleicht niedere Arbeit. Wir machen das trotzdem. Was würden Sie denn diesen Menschen entgegnen oder wie würden Sie denen erklären, warum wir denn gerade diese Arbeiten durchführen? Ich denke, das ist einfach, wie bereits erwähnt, ein Teil des Glaubens. Das ist für uns nicht eine niedrigere Arbeit, sondern Evakariamel ist ja eine ehrenvolle Arbeit, mit selbst anzupacken, das ist ehrenvoll, wird das beachtet. Und daher ist es uns relativ gleichgültig, ob das jetzt ein Reicher ist oder ein Armer ist oder wer auch immer das ist, welche Nation und welche Abstammung er angehört, das ist ziemlich wurscht. Worum es hier geht, ist dann, dass praktisch alle mit anpacken und mithelfen. Und ohne auch, falls dieses Gefühl da ist, dass es etwas eine niedrige Arbeit ist, dann da auch entgegenzuwirken, um sein eigenes Ego auch zu überwinden. Ja, also Sie haben es ja gerade erwähnt, das ist ja ein grundsätzlicher sozusagen Bestandteil, dass man eben sein Ego überwindet und eben auch demütig wird. Ja, genau. Imam Sab, dann Jazakallah für diese wirklich sehr erhellende Erklärung. Jazakallah nach Berlin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ja, und wir schauen jetzt in eine weitere große Stadt hier in Deutschland, die immer wieder eine Rolle spielt, in den Medien auch, und die wirklich sehr bedeutsam ist, nämlich nach Köln. 2016 beginnt für viele mit einem Feuerwerk. So auch in Köln. Raketen und Böller bringen die Nacht zum Leuchten. Doch als die ersten sich in den frühen Morgenstunden zur Ruhe legen, treffen Jugendliche der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Köln in ihrer Moschee zum Morgengebet ein. Sie beten für sich und für ihre Familien. Sie beten für Frieden. Im Anschluss wird geputzt. Im Umkreis der Moschee werden Mannschaften aufgeteilt und mit Besen und Kehrblech ausgestattet. Eifrig machen sich die Jugendlichen an die Arbeit. Schnell füllen sich die Tüten mit allerlei Feuerwerkskörpern. Nach 2 Stunden ist die Arbeit getan und die Straßen wieder frei vom Silvestermüll. Wie es so schön im Islam heißt, Sauberkeit ist halt der halbe Glaube. Und das ist auch einer der Gründe, wieso wir so motiviert sind, besonders am Neujahr die Straßen zu fegen. Und mit diesem Dienst beginnt auch für diese Jugendlichen ein hoffentlich friedlicheres Jahr 2016. Ja, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, das war jetzt einige Eindrücke aus Köln. Berlin haben wir vorhin schon gesehen. Mit mir im Studio begrüße ich jetzt Ibrahulhaq Malik Saab. Er ist der Mutmim für Wakare Amal, also quasi, Sie sind ja verantwortlich für Wakare Amal hier in Deutschland. Erstmal herzlich willkommen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Natürlich auch Ihnen ein frohes neues Jahr. Möge Allah das auch für Sie segnen. Ich möchte gleich einsteigen mit dem, was wir gerade zum Schluss auch mit Imam Saab besprochen haben. Man mag das vielleicht für niedere Arbeit halten oder normalerweise ist ja Putzarbeit etwas, was man als unqualifizierte Arbeit bezeichnet. Was ist bei unseren Aktionen zu beobachten? Wer ist denn da alles mit dabei? Also gerade bei uns in der Jamaat ist es ja sehr oft zu sehen, bei großen Veranstaltungen wie Jalsa Salana und Ijtima, wie die Leute Hand in Hand arbeiten. Da sind Professoren, da sind Doktoren, da sind Ingenieure. Die sind bei Vorbereitung und Abbau genauso mit beteiligt, packen genauso mit in ihren Händen an, wie ein ganz normaler Arbeiter oder der im alltäglichen Leben vielleicht nicht Professor oder Doktor ist. Ja.
Also da wird man gemeinsam quasi für eine Sache dann gearbeitet. Es ist jetzt natürlich ganz aktuell alles. Die Aktion hat ja heute Morgen quasi stattgefunden, im Morgengrauen. Können Sie denn schon ein paar Zahlen nennen, wer da alles teilgenommen hat oder wie viele Menschen da jetzt beteiligt waren oder wie viele Regionen? Oder? Also die Majlis Khodamlam in Deutschland ist ja so strukturiert, dass wir 8 Regionen haben, insgesamt 40 Zonen. Und in diesen 40 Zonen gibt es ca. 260 Majalis. Und bis zum jetzigen Standpunkt haben wir einen Bericht erhalten von 201 Majalis, die daran teilgenommen haben. Aber wir haben nicht alle Berichte noch erhalten. Wir sind ja gerade dabei. Wir möchten ja auch, dass wir heute Nacht noch an Asurak diesen Bericht schicken. Und da haben ca. 5000 Khodam an dieser Aktion teilgenommen. Und es waren nur 10 Majalis, die kein Wagarimal bis jetzt machen konnten. Also es ist ein sehr, sehr großer Anteil hier in Deutschland, die an dieses Programm teilnehmen. Das heißt, das ist ja auch mit einer gewissen Außenwirkung verbunden. Imam Sabah hat es vorhin auch im Telefoninterview erwähnt, dass das ja auch etwas ist, was bewusst nach außen getragen wird. Was können Sie denn berichten? Was sind denn so die, was ist das Feedback, was man dann bekommt? Also wir machen das ja seit ca. 18 Jahren hier in Deutschland und es ist einer der ältesten Projekte der Majlis Khodamlam in Deutschland. Und wir haben sehr, sehr große Vorteile dadurch errungen. Sie sehen öfters bei Moscheen Grundsteinlegung und wenn wir eine Moschee öffnen, ist Hazuri Akdas, Ayyadullah Talab bin Nasser Aziz, ist immer dabei. Und wenn die Organisation oder die, sagen wir mal, die von der Stadt, wenn der Bürgermeister dabei ist, von der Kommune jemand dabei ist, dann erwähnen die immer wieder. Also ich habe öfters gehört und sie haben viele Zuschauer haben das auch bestimmt mitgekriegt, dass die Bürgermeister erwähnen, dass sie sind diejenigen, die am 1. Januar morgens aufstehen und unsere Straßen säubern. Und bedanken sich auch vor Hazuri Akdas für diese Aktion. Und wir sehen, das ist ein sehr, sehr geringer Anteil an Manpower ist, aber sehr große Auswirkungen hat. Und wenn man Durchschnitt nimmt, arbeiten wir an diesem 1. Januar 2 Stunden höchstens, ja, im ganzen Jahr. Und die Auswirkung ist riesig. Also Sie sehen, dass es immer wieder erwähnt wird. Ja, in diesem Zusammenhang spannend ist ja auch, dass dieses Jahr quasi eine Twitter-Aktion gestartet wurde. Da haben wir auch ein paar Bilder vorbereitet. Vielleicht können Sie dazu was erzählen. Was ist denn der Hintergrund dieser Twitter-Aktion? Also wir haben durch die Abteilung Interreligiöser Dialog von Jamaat haben wir sehr große Unterstützung gehabt dieses Jahr. Und haben diese Twitter-Aktion begonnen und haben das an unseren Mitgliedern der Jugendorganisation alles weitergeleitet. Die Informationen, wie die Bilder hochladen können und so weiter und so fort. Und Alhamdulillah, wir waren heute in den Top 10 unter dem Namen Neujahrsputz 2016. Und unsere Khodam-Brüder haben das sehr gut genutzt und haben ihre Informationen, Bilder, Videos gegenseitig mitgeteilt und auch darüber informiert, wo alles stattgefunden hat. Ja, dann Jazakallah auch, dass Sie da waren, heute uns sozusagen diese Eindrücke jetzt gegeben haben. Natürlich auch viel Erfolg weiterhin. Wir machen jetzt weiter. Wir haben ja verschiedene Regionen gesehen. Wir möchten Ihnen natürlich so viel wie möglich zeigen. Wir schauen jetzt ganz weit in den Norden nach Hamburg. Auch dort haben wir natürlich ein paar Bilder für Sie eingefangen. Und so viel kann ich jetzt schon verraten. Auch dort waren viele Menschen wirklich sehr beeindruckt. Was findet hier heute genau statt? Die Aufholaktion der Majlis Khodamlam hier, organisiert durch Majlis Khodamlam hier, zum 1. Januar. Assalamu alaikum, Mevice, was genau macht ihr heute hier? Hier in unserem Land. Vielen Dank erstmal. Ich bin Russe, aber ich liebe Deutschland und ja. Ich liebe Menschen, welche ja. Fleißig. Verstehst du? Das ist sehr schön. Danke, Jungs. Und ich sage danke. Ja. Wir wollen alle, dass Deutschland so sauber natürlich, ich sage auch. Ich sage auch, ich bin Russe. Ich bin 20 Jahre gekommen nach Deutschland. Ja. Ich liebe Deutschland. Ich bin Schriftsteller. Ich schreibe Geschichte. Okay. Ja, okay. Ich liebe Mensch. Ja. Danke. Ja, guck mal, die Kinder auch. Die Jugendlichen und Kinder, die danke, sind auch danke, Jungs. Danke. 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 Viel Spaß im Leben. Danke. 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 Danke.
Ja, wir können Ihnen natürlich nicht alle Regionen, alle Orte in Deutschland zeigen. Wir möchten aber natürlich so viele wie möglich vorstellen. Wir haben ja auch viele Bilder Ihnen schon jetzt gezeigt. Jetzt waren wir gerade im hohen Norden in Hamburg. Wir haben es ja gerade gesehen, auch dort kam die Aktion gut an. Jetzt würden wir auch mal schauen in den Süden Deutschlands, in die Nähe von Karlsruhe, in das kleine Örtchen Gaggenau. Dort haben zum Beispiel 15 Chudam an der Neujahrsputzaktion teilgenommen und die Bilder haben wir natürlich auch für Sie hier. Auch dort ging das Ganze natürlich traditionell los mit dem gemeinsamen Gebet, denn das ist ja eine Besonderheit der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Wir werden das neue Jahr bei uns nicht eingeleitet mit Alkohol oder irgendwelchen Exzessen, sondern mit dem Gedenken an Allah. Und damit beginnt dann auch die Neujahrsaktion im Anschluss, wird gemeinsam gefrühstückt und es wird dafür gesorgt, dass der Ort gereinigt wird. In Gaggenau, wie gesagt, das ist ein Ort in der Nähe von Karlsruhe. Dort waren 15 Chudam beteiligt, haben vor dem Rathaus gereinigt und haben dort die Stadt dann eben oder das Örtchen von Unrat befreit und ihren Mitmenschen und dem Land somit einen Dienst erwiesen. Für die Ahmadiyya Muslim Jamaat auch wichtig ist das Rhein-Main-Gebiet. Die Bundeszentrale ist in Frankfurt am Main und natürlich haben wir auch von hier aus Darmstadt ebenfalls und auch aus Groß-Gerau, also Frankfurt, Darmstadt und Groß-Gerau, Bilder für Sie und haben für Sie mal zusammengefasst, wie die Neujahrsputzaktion hier im Rhein-Main-Gebiet ablief. Wie hier in Darmstadt trafen sich im ganzen Rhein-Main-Gebiet Ahmadi-Muslime zum frühmorgendlichen Gebet. Nach der spirituellen Stärkung folgte erstmal ein gemeinsames Frühstück und dann die Fahrt in die Stadt. So der Start im neuen Jahr. In Frankfurt am Main haben sich mehrere Jugendliche an der Säuberungsaktion beteiligt. Motiviert durch die islamische Lehre kämpfte man sich eifrig am Mainufer entlang. Am Hotspot der Neujahresfeierlichkeiten in der Main-Metropole. Muslime für Frieden, Liebe für alle und Hass für keinen. Mit diesen Motiven auf ihren T-Shirts drückten die Jugendlichen ihre Loyalität zu ihrer Heimat Deutschland aus. Ortswechsel, gleiche Aktion, hier in Darmstadt. Die Mitglieder der Jugendorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat reinigten hier die Innenstadt. Mehrere junge Männer befreiten den Platz vom Silvestermüll. Nach rund 2 Stunden harter Arbeit war auch hier die Arbeit geschafft. Auch in Frankfurt war man am Vormittag fertig. Ein gemeinsames Foto noch, das diesen Tag in Erinnerung behalten soll. Ja, das waren sie, die Bilder der Neujahrsputzaktion 2016. Das war gerade einmal in Gesamtdeutschland. Wir haben Ihnen so viele Bilder wie möglich gezeigt, ein bisschen über die Hintergründe geredet und sind somit auch schon am Ende unserer Sendung heute. An dieser Stelle möchte ich natürlich von mir und dem gesamten MTA German Studios auch ein frohes neues Jahr wünschen, ein gesegnetes neues Jahr. Und den Gebeten seiner Heiligkeit des fünften Kalifen, möge Allah sein Helfer sein, ist nicht viel hinzuzufügen. Deswegen kann ich nur sagen, möge Allah all diese Gebete erhören und für uns in Erfüllung gehen lassen. An dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Jetzt im Anschluss sehen Sie noch einmal die Freitagsansprache, die heutige Freitagsansprache seiner Heiligkeit in voller Länge mit deutscher Übersetzung. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.